Ich habe kurz bevor ich jetzt weitermache hier mit dem dritten Video dazu, ich habe angefangen also mit Malen, das weiß ich gar nicht, ob ich das damals ich habe ja auch so ein Video gedreht mit dem Thema, mit dem Malen beginnen, da habe ich ein bisschen erzählt, wie ich angefangen habe. Also ich habe damals halt immer mit solchen Pinseln hier gearbeitet, ne? Auch Porträts habe ich damit gemalt, weil ich da irgendwelche Videos im Internet gefunden habe, die mich einfach total weggehauen haben, weil die Leute mit solchen Pinseln richtig tolle Bilder gemalt haben. Und da dachte ich mir, das muss ja gehen. Ne? Und irgendwo habe ich dann auch gelesen, nimm große Pinsel, weil das macht dich freier. Und ich muss sagen, ich glaube, das war für mich so einer der mitentscheidenden Schritte, dass es mir gelungen ist, meine Maltechnik in so kurzer Zeit so rasch zu entwickeln. Also das kann ich euch wirklich nur empfehlen. Probiert es einfach aus und wenn das Bild nichts wird, hey, sorry, das ist Acryl, da kann man drüber gehen. Ja. Ich arbeite jetzt überwiegend mit Katzenzungenpinseln, weil die halt durch die abgerundete Form sich diesen ganzen Rundungen im Gesicht halt viel einfacher anpassen können. Ich arbeite im dritten Schritt, bei dem sind wir jetzt beim dritten Schritt, wie ich im Porträt dran gehe. Im dritten Schritt arbeite ich mit mehr Farben. Ich habe mich jetzt hier auf eine relativ kleine Palette erstmal beschränkt. Auch um mich selber nicht zu verwirren. Ihr könnt im Prinzip wirklich jede Farbe nehmen, aber bei der Porträtmalerei ist es günstig, wenn ihr so zum Beispiel Erdfarben habt wie Umbra oder Siena. Ich habe jetzt hier nur Umbra von der Vorzeichnung nur da und ich habe jetzt hier noch Magenta ergänzt und Zitronengelb und Ultramarin und damit sind wir schon sehr nah an den Primärfarben dran, weil es gibt halt eine ganz einfache Regel, die werde ich aber dann nochmal ausführlicher beim Farbenmischen fürs Porträt nochmal erklären. Ihr kriegt immer Hauttöne, wenn ihr eine Farbe mit ihrer Komplementärfarbe mischt. Das hört sich jetzt ein bisschen verwirrend an, aber ich werde euch das jetzt gleich an einigen Beispielen zeigen. Was euch jetzt sicherlich auch verwirren wird, dass ich jetzt versuche, Porträt farbig zu malen, obwohl die Vorlage schwarz-weiß ist. Das habe ich schon öfters gemacht und das ist eine nette Herausforderung und befreit mich auch ein Stück, weil ich dann einfach nicht so darauf achten muss, dass ich, oh, jetzt muss ich genau diesen Hautton treffen. Ich finde, es ist gerade hört sich ja kurios an, für Anfänger sogar ein guter Weg. Und wenn er sagt, okay, ich möchte überhaupt keine Farben haben, dann könnte er theoretisch dieses Porträt jetzt komplett weitermalen zum Beispiel mit Schwarz-Weiß, dass er einfach nur Schwarz und Weiß nimmt und verschiedene Grautöne mischt und dann versucht er, diese Farbe zu nehmen. Oder ihr könnt auch das mit unterschiedlichen bläulichen Tönen machen. Also zum Beispiel meine Vorlage hier, was man jetzt auf dem Video nicht sieht, die ist leicht grau. Ne? Das heißt, blau-grau, das heißt, ihr könnt mit einem bläulichen Farbton arbeiten. So, ich werde jetzt einfach mal einen Teil dieses Bildes angehen. Aber nicht das komplett vor euren Augen fertig machen, weil das kostet einfach nur unendlich viel Zeit und ihr lernt dadurch halt auch jetzt nichts Besonderes. Ich sehe gerade, dass ich nur weiß brauche. Wofür ich um Entschuldigung bitte, weil ich diese Porträtvideos alle jetzt hintereinander raushau, dass meine Palette so ein bisschen durcheinander ausschaut. Normal habe ich das alles auch wieder schön geordnet, von weiß über gelb nach rot und blau und so. Ne? Aber hier ist es ein bisschen durcheinander. Okay. Ich fange in der Regel immer mit den ganz dunklen Teilen an und arbeite mich dann zu den hellen durch. Und jetzt gibt es bestimmte Schulen, die sagen, ja, ihr müsst mit den Augen anfangen, weil die Augen das Wichtigste sind. Ich folge dieser Schule nicht. Ich gehe mal kreuz und quer übers Bild, so wie ich gerade lustig bin, wie es mir Spaß macht. Was ganz witzig ist, ist, wenn er zum Beispiel mit so einem Rotton. So, was ist denn jetzt die Komplementärfarbe von Rot? Ist grün, ne? Das heißt, wenn ich da ein bisschen grün ist, blau und gelb. Wenn ich das mische, kriege ich grün. Blau und gelb. Und das mische ich jetzt mit dem Ton, den ich mir hier gemischt habe. Das ist ein bisschen zu wenig blau und ein bisschen zu wenig gelb. Dann seht ihr tatsächlich, dass ich da so ein Schweinchen rosa jetzt kriegt. Das ist tatsächlich jetzt eine Hautfarbe. Ne? Also das ist keine Hautfarbe, das ist ein bisschen eine krasse Farbe. Und die Nasenspitze ist lustigerweise bei vielen Menschen so relativ knallig rot. Manchmal wundere ich mich, wenn die Maler im Internet, die ich halt so verfolge, dann so knallrote Nasen malen. Aber im Nachhinein verschwimmt diese Farbe immer und sieht dann komischerweise sehr realistisch aus. So, die helle ich jetzt mal ein bisschen. Ah, Quatsch, die helle ich nicht auf. Ich wollte erst die dunklen Farben, die dunklen Stellen machen. So, dann nehmen wir ein bisschen mehr Blau, ein bisschen mehr Grün. Dann malen uns hier so ein
Umbra gebrannt ist eine super, super Farbe, um andere Farben abzudunkeln. Also ich erkläre euch das jetzt nicht mit den Farben, sondern ich zeige euch nur, wie ich jetzt vorwärts gehe. Ne? So. So, hier ist dunkler. Ne? Hier sind die Lippen gerade nur zu erkennen am Bart. Dann haben wir hier am Ohr. Also ich schaue dann halt immer, dass dieser Tonwert hier an den Lippen ist ähnlich wie der am Ohr. Das heißt, die Farbe, die ich habe, kann ich dann am Ohr einfach nochmal verwenden. Ja? Brauche ich nicht neu anmischen. Dann habe ich die ungefähr hier auch. Gehen dann hier so Falten hoch, hier unterm Auge, hier habe ich den Farbton ungefähr auch. Und ihr merkt, dass ich da relativ chaotisch auf den ersten Blick, auch auf den zweiten, einfach hier durchmarschiere. So. So, das sind die Überaugenwülste. Die Schatten davon, dass das Auge beschattet ist. So, und hier ist es etwas heller als dieser Farbton. Das heißt, ich mische jetzt ein ganz klein wenig Weiß dazu. Noch ein bisschen heller. So, und jetzt seht ihr auch nochmal, wie wichtig das halt ist, im Anfangsstadium die Helligkeitswerte richtig anzulegen. Ihr merkt, wie sehr sich das Bild jetzt verändert hat, wirklich in wenigen Augenblicken. Ja? Dadurch, dass ich halt ein bisschen Farbe dazu gemischt habe. Es ist egal, welche Farbe. Ich kann das jetzt zeigen. Wenn jetzt hingehen zum Beispiel dieses Knall-Ding-Zeugs, noch mehr Orange nehme. So, helle ich das mit Weiß noch ein bisschen auf, dann kann ich das zum Beispiel jetzt für die hellen Stellen hierher nehmen. Wirkt krass, aber nachher, wenn ich fertig bin damit, geht es hier ineinander über und sieht total super aus. So, so, da haben wir die Nase, dann geht es hier ein bisschen rein, geht hier rüber. Ich kann auch mit Blau arbeiten, ich kann zum Beispiel mit Kylinblau arbeiten. Glaubt man nicht, Kylinblau, das nehme ich in der Regel erst her, wenn es zum Ende zugeht. So eine wunderschöne Schattenfarbe, ja. Jetzt ein bisschen sehr krass. Seht ihr? Selbst dieses Blau sieht total klasse aus, ne? Also ich muss da nicht sklavisch mich an diese Farben halten. So, ich muss nur ein bisschen was über Farben wissen, dann geht das. Ja? Ich will dich jetzt aber nicht so sehr verwirren, sondern mal jetzt einfach mit den Farben weiter. Das ist mal ein bisschen zu krass hier, mein Orange. Was ist denn die Gegenseite von Orange? Ist Blau, also gebe ich da ein bisschen Blau dazu. Und siehe da, die Farbe wird abgedämpft. Ja? Also das ist tatsächlich diese Regel. Jede Farbe gibt mit ihrer Komplementärfarbe einen Hautton. Man muss nur ein bisschen üben. Stimmt tatsächlich. So. Hier ist es heller. Sind ja diese Falten hier. So, und jetzt kann ich noch hingehen und kann immer wieder so ein Orange, gebe wieder ein bisschen Blau dazu. Soll jetzt wieder ein dunklerer Farbton sein. Also es gibt, wenn ihr mal nehmt euch Fotografien aus dem Internet und vergrößert die, gute Fotografien von Frauen zum Beispiel, weil Frauen ist es besonders gut zu erkennen. Wir haben tatsächlich in unserer Haut grünliche Farbtöne. Ja? Und das heißt, die können hier tatsächlich auch mit Grün arbeiten. Mache ich gleich. Ich muss gerade mal hier ein bisschen realistischer aussehen lassen. Ich habe mich jetzt hier in den Farben so ein bisschen vergaloppiert.
So, jetzt kommen wir der Sache langsam näher, ne? Okay, dann kann ich das Weiß nehmen. Jetzt habe ich ja schon relativ viel von den dunklen Flächen und jetzt kommen die langsam zu den Helligkeiten. Hier haben wir das sehr hell, hier oben haben wir es auch hell. Dann haben wir so eine ganz helle Stelle hier. Ihr seht, dass ich immer nur mit einem mittleren Pinsel arbeite. Ich arbeite noch nicht mit einem kleinen Pinsel, ne? So, so, so. Dann geht hier so der Nasenrücken so ein bisschen runter. Dann habe ich hier so eine weiße Stelle hier drüber. Dann natürlich hier den ganzen Bart, den ich eigentlich erst zum Schluss machen soll. Aber da bin ich halt auch ein bisschen chaotisch, ne? Mache ich einfach schon mal, damit das so ein bisschen, damit ich einfach von dem Gesamtbild halt auch schon mal einen Eindruck kriege. Ja. So. Ist mir der Nasenflügel ein bisschen zu dunkel geworden. Aber das steht alles ein bisschen im Weg rum. Ups. Oh. Das hat den Herrn erwischt. Mischen wir wieder eine dunkle Farbe, also mit Ultramarin und Umbra. Da sind nämlich die Nasenlöcher komplett weg hier. So, die hole ich mir jetzt wieder. Wie gesagt, nur angedeutet, das muss jetzt gar nichts Genaues sein. So, unter den. Da ist es auch noch ein bisschen dunkel. So. Okay. So, diese Seite ist in meinem, hier in dem gemalten Bild genauso hell wie die, aber wie man hier sehen kann, die ist ein bisschen dunkler. Und deswegen nehme ich mir jetzt einfach hier so eine Hautfarbe, hell die so ein bisschen auf, nicht zu sehr, und arbeite mich halt hier so ein bisschen rein. Seht, dass ich bisher nur kein einziges Mal an die Augen rangegangen bin. So, und mit dem Finger bearbeite ich die Flächen so, dass, man die, dass ich die Übergänge hinkriege. So, da muss ich jetzt nochmal genau gucken. Da haben wir so ein paar Augenfältchen hier. Hier nochmal Oberaugenlid. Wenn wir da genau hinschauen, dann seht ihr, dass hier so eine kleine Helligkeit noch ist. Die hole ich mir jetzt eben. Gesehen, ihr habt den Pinsel nur ins Weiß und arbeite mit der Farbe weiter und legt dann hier so eine Helligkeit ab. So, und so diese kleinen Reflexionen, die sind total wichtig. So, mit der Farbe kann ich hier weitermachen, weil bei dem Auge ist es auch. Das Auge ist insgesamt heller, weil das Licht ja von rechts oben kommt. So, und jetzt kann ich hier die Farbe, die ich da genommen habe, halt nur weiter aufhellen, weil das Licht ja von da kommt. Das heißt, die Seite ist deutlich heller. Ups, deutlich heller, sie ist halt heller, ne? Kann auch die Farbe dann hier so mit dem Finger so verteilen. Hier will ich auch wieder so falten. So. Und langsam wird der Bursche immer ähnlicher. Also hier der ähnlicher der Fotografie, ne? So, die Augen nochmal ein bisschen wiederholen, die sind wieder ein bisschen verschwunden. Und jetzt können wir schon mal die um die Augen rum das, da mische ich mir jetzt einfach so einen mittleren Grauton. So angedeutet, so. Okay, hier unten schaue ich mal, der Farbton ist ungefähr wie der, das heißt ein bisschen dunkler hier von der Seite nehme ich mir die Farbe, da habe ich noch ein bisschen Rest. Kann ich, oh, da war noch ein bisschen Rot dabei. Na, ist egal, komm, das nehmen wir jetzt einfach. Seht, dass ich da auch relativ schmerzfrei bin und einfach dann weitermache. Gehe mit etwas helleren Farbe hier nochmal drüber. So, okay. Ich habe bisher nur keine Details gemacht, nur keine Haare, ich habe alles nur angedeutet. Ja. Wirklich wahr, also ich mache hier keine Zauberei. Ich arbeite fast immer mit der gleichen Farbe hier. Ich hell die nur auf oder mische sie mir nochmal dunkler an.
So, und hier oben kommt ja das Licht von links oben. Also wenn er eins auf die Rübe gekriegt hätte, muss ich es ein bisschen rüberziehen. So, und hier ist es auch da. Aber nur ein bisschen. Und dann arbeite ich einfach mit dem trockenen Pinsel und reibe mir das so rein. Ne? So. So, da ist wieder das Jochbein, wo ein bisschen Licht nur drauf fällt. Runterarbeiten. So. Okay, ne? Und ihr seht, ich kann aus einem Schwarz-Weiß-Bild ein farbiges Bild machen. Und dann ist dieses Stadium eigentlich im Großen und Ganzen beendet, wobei ich jetzt sagen muss, es ist nur eine Skizze. Ne? Es ist eine Skizze, es ist kein richtiges Porträt, aber ich denke mal, ich weiß nicht, ob irgendeiner von euch Zeit hat, ein richtiges Porträt zu malen. Ich habe es nicht, also ich gebe mich mit diesen Skizzen eigentlich immer gerne zufrieden. Weil der letzte Schritt, das ist ja dann der entscheidende, wenn wir uns dann den ganzen Details zuwenden. Da sitze ich dann lang genug. Ja, das zeige ich euch dann auch gleich. Ein bisschen rosa geworden und guck, dann nehme ich mir dann einfach das Umbra und dann wird es sofort dunkler. Ich sollte den Pinsel natürlich vorher etwas sauber machen. So lasse ich es jetzt erstmal und dann zeige ich euch beim nächsten Video, wie ich dann wirklich ganz detailliert hingehe, einzelne Bestandteile rauszuheben, rauszumalen. Wobei ich auch hier jetzt nicht wahnsinnig auf die Details eingehe, das mache ich dann bei den Videos, wo ich euch zeige, wie ihr grundsätzlich die einzelnen Gesichtsteile, also wie man eine Nase malt, wie man, also wenn man es halt genau malen möchte, nicht so wie ich hier, so ein bisschen chaotisch. Ich kann das auch, also ich habe sehr exakte Porträts tatsächlich, man glaubt es kaum, auch exakte Porträts gemalt, aber das ist halt immer eine Zeitfrage. Ne? So, hier zum Beispiel kann ich jetzt schon hingehen und kann so ein bisschen von den, die Haare decken das Gesicht nicht ganz ab, das heißt, da sind Schatten drunter und die kann ich jetzt hier zum Beispiel andeuten, ja, indem ich das hier schon mal so ein bisschen anlege, die Schatten von den Haaren. So, und dann kann ich nachher die Haare drüber arbeiten. Ihr seht immer noch, bin ich sehr frei und skizziere im Prinzip nur. Aber wir sind jetzt schon mal einen Schritt weiter. Ne? Wiedererkennungseffekt ist da, nur dass der Bursche halt keine Brille hat. Okay, das reicht erstmal für die ersten drei Videos. Okay, bis zum nächsten Video. Tschüss!